wie du ein Herz selber wickelst aus Heu, habe ich im letzten Video gezeigt. Ich blende dir nochmal den Titel ein. Heute gibt es ein Herz aus Draht und ich zeige den Anfang und dann auch in der Slow-Mo, wie das gemacht wird. Es ist eine wunderschöne haltbare Deko und lässt sich über Jahre aufheben und für jeden Anlass dekorieren. Du brauchst dazu Wickeldraht. Wickeldraht ist ein festerer Draht als Myrtendraht. Der hat etwa 0,6-0,65 mm Stärke. Das heißt, er hat eine andere Festigkeit als dieser dünne. Der andere Myrtendraht hat 0,3 mm. Also nicht den falschen Draht nehmen. Den Bestelllink für schöne Drähte setze ich dir auch noch an bei in die Beschreibung. Ich habe jetzt hier zwei sehr schöne Drahtfarben genommen. Und damit das im Video besser gesehen werden kann, nehme ich den braunen Draht auf jeden Fall. Wichtig ist auch eine Drahtschere, weil wenn du deine Gartenschere nimmst, dann ist die ganz schnell beleidigt. So, jetzt muss ich erstmal den Anfang hier suchen. Ah, hier ist er. Okay, der Wickeldraht, der wird erstmal abgerollt und das dauert jetzt ein bisschen, bis man ein kleines Knäuel hat. Ich habe den ganzen Draht jetzt abgewickelt von der Spule. Hier ist das Hölzchen nur noch übrig und ich fange jetzt an, dieses Herz zu machen, indem ich ganz, ganz viele Überkreuzungen für den Draht brauche. Also es ist wie von eine Form von Häkeln, dass ich immer den Draht nehme und das nächste Stück mit weiter schlinge. Das ist ein bisschen Geduldsspiel, das kann man vor dem Fernseher machen oder als Zeitvertreib. Das dauert auch ein bisschen. Und damit es jetzt nicht so langweilig wird im Video, bis ich da alle Verschlingungen habe, gehe ich einfach in den Zeitraffer-Modus. Dann siehst du im Schnellverfahren, wie das wird. Wichtig ist, dass man, also am Anfang gilt es erstmal dieses Knäuel mit Drahtschlingen etwas zu verdichten. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man auch darauf achten, dass man in die Herzform kommt. Und du wirst es im Video auch sehen. Und ganz am Schluss kann man einfach noch ein bisschen Draht drüber wickeln. So, ja, insofern, jetzt geht es dann gleich ein bisschen schneller voran. Schau zu. Hier habe ich das fertige Herz in den Händen. Ganz viele Überkreuzungen beim Draht sind wichtig und man muss auch dazwischen etwas in die Länge ziehen, diese Form. Und was ich auch super wichtig finde, was ich immer wieder sage, ist, dass dieses Herz ein Dekolleté bekommt. Weil wenn das jetzt obenrum so wäre, dann ist es ein Tropfen und durch diese Mulde, durch dieses Dekolleté wird es ein Herz. Also das ist super, super wichtig von der Form her. Ich habe eine Freundin, die das seit 5 Jahren draußen im Freien liegen hat und das ist immer noch schön. Es ist also eine ganz tolle, dauerhafte Deko und wenn man das schenkt, kann man das zum Beispiel sehr schön mit einer Orchideenblüte dekorieren. Also es gibt immer super schöne Möglichkeiten und dass noch viel, viel mehr mit Draht geht, das beweist man zu Hause, weil es gibt auch noch andere wunderschöne Formen, die damit gemacht werden können. Ich finde die beiden herzallerliebst. Ich liebe sie. Ja, und wenn du noch mehr Ideen magst, dann abonniere meinen Kanal, weil es gibt noch ganz viele tolle Videos. Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du dran bleibst. Deine Margit. Vor etwa 2 Monaten habe ich in meinem Video Engelstrompeten Tipps gegeben, wie man die mit Stecklingen vermehrt. Und meine Engelstrompeten, die setzen jetzt schon die ersten Blüten an. Es ist ein Traum und ich werde bestimmt auch noch die Fortsetzung zeigen. Das ist hier nur die kleinere und die hat auch schon hier über und über Blüten und Knospen. Und das ist meine große Mutterpflanze. Ich liebe sie und die wird der absolute Hingucker, wenn die jetzt dann anfängt zu blühen und die tut das 2 bis 3 Mal im Jahr. Das ist echt genial und noch gibt es Stecklinge bei uns.
noch, aber da muss man sich schon mittlerweile beeilen. Also, viel Spaß!